stresst total. Also es sind ja jetzt irgendwie nur noch 3 Wochen und ich würde mir diesmal so 3 Wochen noch dazu wünschen. Aber das denkt man, glaube ich, immer. Man denkt immer, diese Saison ist es schlimmer als letzte. Wahrscheinlich ist es immer gleich schlimm, aber 3 Wochen länger wären jetzt gerade ganz gut, ja. Na, überhaupt finde ich, kann man sagen, dass in Deutschland sehr viel Talent einfach vorhanden ist, gerade in Berlin. Ne? Irgendwie ziehen ja alle Designer nach Berlin und fangen hier an und da kommen ganz tolle Leute. Also es muss jetzt einfach Deutschland mal verstehen, dass man nicht nur Altbewährtes anziehen kann, sondern auch einfach mal sagt, okay, hier kommt auch vieles aus Deutschland, was echt gut ist und das kann man auch mal zeigen und wir können ja auch mal dieses Wort Stolz, was uns Deutschen ja sehr schwer fällt. Man kann ja auch mal stolz sein auf das, was hier in Deutschland passiert und man muss nicht erst immer so rüber gucken, was machen die denn und dann machen wir das. Das finde ich sehr schade. Der Style der Deutschen, ja, der ist sehr schlicht, würde ich sagen, und sehr meistens sehr unaufgeregt und aber wir sind mutiger geworden, glaube ich. Wenn man jetzt 10 Jahre zurückguckt und dann nochmal 10 Jahre drauflegt, dass man dann auch gerne den roten Pulli anstatt den schwarzen wieder anzieht oder eine Jacke, die ein Muster hat, anstatt sich die nächste graue Jacke zu kaufen. Das ist etwas, was hoffentlich sich bewegen wird in den nächsten Jahren. Ja, ich finde nicht unbedingt Berlin. Da gibt es zwar so einen Pulk in Berlin-Mitte, die sehr trendig und so angezogen sind. Aber ich finde, es gibt auch nicht den einen Berlin-Style, auch nicht bei uns Modedesignern. Das ist, Gott sei Dank, sind die meisten doch sehr recht unterschiedlich. Ich mag eigentlich den Stil in Hamburg sehr. Das hat was leicht Spießiges, was ich auch nicht schlecht finde. Ich mag das, ehrlich gesagt, hochgeschlossen angezogen zu sein. Ja, also eigentlich mag ich den Hamburger Stil sehr gern.